Also sie sind einfach reizend, oder? Sind die nahe geholt jetzt? Ich filme gerade. Eingeladen. Hast du nah? Ja. Das, ich filme gerade. Ach, ist das schön. Die sehen so casual aus. Also, mein Gott. Was? Heute Abend? Heute Abend ein Abendkleid? Nie im Leben. Die haben genau eine Berufsbezeichnung. Das ist Dümpeln. Was machen wir denn heute? Dümpeln? Okay. Oder Dümpeln. Oder dahin ist aufgewacht, er bewegt sein Füßchen. Er hat gerade bemerkt, ups, ich bin abgebrochen. Er bewegt sich, der Linke bewegt sich. Guck mal. Das Lustige ist auch, dass die überhaupt gar keine Aggression zu haben scheinen. Die Seehunde und die Seelöwen, die machen immer ein Gewusel, weil sie sich streiten. Aber genau. Die sind ja anscheinend völlig... Sind heute aber wesentlich weniger als letztes Mal. Sind möglicherweise außerhalb der Saison. Ja. Ah, jetzt hat mal einer eine Aggression und das stellt ihn alle meine an. Filme haben irgendwo zu irgendeinem Punkt eine Quartal. Heute ist die ganze Familie. Sag mal, ist das nicht großartig? Schau mal, guck mal, die machen immer so. Hast du das gesehen? Ja. Der eine da. Das ist Powerdümpeln. Das ist auch, glaube ich, einmalig im Tierreich, dass die Tiere rückwärts auf dem Rücken liegen und im Wasser treiben. Ja, ich meine, es ist. Wale macht das nicht. Allein physisch ist es ja schon sehr schwer. Guck mal, da kommt jetzt einer hingeschwommen, so eine Gruppe, gell? Und dabei noch so ein Lecker. Da geht's allein. Der will nicht. Sieht aus, als hätten sie alle ein iPad dabei und lesen. Aber hast du das gesehen? Die machen doch immer so, wenn sie ein bisschen vorwärts kommen wollen. Margit, die haben raus, die haben alle ein iPad. Auf dem Bauch und lesen. Potter, hast du nicht letztes Mal gesehen, dass der eine Baby auf dem Bauch hatte? Ja. Von denen hier. Siehst du wieder einen? Weil die Kotta hat auf dem Foto einen drauf, der hat einen Baby auf dem Bauch. Ja. Aber Lisa, was ihr jetzt nicht sehen könnt, sind die Hunderten von Ottern, die oben im Fluss sind. Ja. Die werden nicht immer alle hier dümpeln und nicht immer alle oben vom Hals hin und her zu bewegen. Aber ich suche gerade das Baby. Aber das Baby hatte wohl der im Fluss und nicht hier, oder? Das ist die Wahrscheinlichkeit. Ne, hier. Gott, das ist da nur um die Ecke. Also kurzzeitig liegen die auf ihrem Bauch, aber die Füße stehen immer noch hinten hoch. Dass sie die Füße haben sie immer hoch, gell? Ja, das ist schon auch wenn sie auf dem Bauch liegen, die drehen sich ja mal so. Das ist echt der Hammer. Die haben auch können. Gelenk, was die Papageien haben im Kopf. Die können ja auch rückwärts gucken. Also mit denen fühle ich mich wirklich seelisch verwandt. Ich könnte ja auch den ganzen Tag dümpeln. Was machst du? Was für einen Job hast du? Ich dümple. Genau. Pro-Dümpler. Selbst das Streiten vollzieht sich. Ich glaube nicht mal, dass es wirklich Streiten war. Also am ersten Mal war ganz lange, hat sie die Streiten nicht gegeben. Im zweiten haben sie sich nicht gegeben. Hier muss er ja hier direkt in den Felsen fallen lassen. Ja, als ich da unten draußen war, waren da auch ganz viele. Ja. Die Krabben und Wildkern und auch die. Ja, also ich bin hier.